Heidi ho, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu The Council. Ja, also unser wunderschöner, handabgetrennter Monsieur de Richer sucht nach der heiligen Lanze von Schwanzus Longus. Und dabei suchen wir jetzt nach Gemälden, Leuten oder Texten, nach Informationen zusammengefasst, wie diese verkackte Lanze aussehen könnte. Das heißt, wir gucken uns am besten überall um. Dante's Paradise. Nein. Raise your head. Nicht er schon wieder. Nicht er schon wieder. Ich muss hier weg. Nicht schon wieder Dante. Ach so, die Gutenberg-Bibel liegt hier gar nicht mehr rum, ne? Gut, scheinbar sind wir hier nicht richtig im Turmzimmer. Dann gehen wir weiter. Wir suchen Informationen. Monsieur Johann von Wulne. It seems like he isn't here. Umso besser. The alchemist as a young man. Als Alchemist könnte er könnte vielleicht sogar als Esoterik-Spezialist durchgehen. Look, a blotter. And apparently it's been used recently. I wonder what Volner was going to write. It's smudged. It's not all legible. I can make out the signature though and leave as if planned. Oh, was? Gucken, vielleicht brauchen wir das gar nicht. Die Nachricht auf dem Löschblatt entschlüsseln. It's illegible. Let's see if I can find a solution in Volner's things here. Given his interest in alchemy, I wouldn't be surprised if I found something that revealed what's written somewhere in his room. Wir nehmen das Papier erstmal mit. 5 Punkte opfern dafür, das geht einfach gar nicht klar. What a mess. Looks like Volner was interrupted. Johann, ich weiß, Sie wollen herausfinden, was mit Elizabeth geschehen ist. Aber das ganze Gerät außer Kontrolle. Ihre Eskapade auf dem Festland ist kostspielig genug. Ja, es war nicht einfach für sie, Elizabeth, einen Monat lang in ihrem Zimmer einzusperren, damit sie Sarah nicht über den Weg läuft. Aber ausbüchsen? Ohne Vorwarnung. Ich musste lügen, um sie zu decken, Johann. Tun Sie so, als ob Sie alleine angekommen wären vor einigen Tagen. Und bringen Sie William dazu, das vor den anderen Gästen mitzumachen. Kommen Sie wieder zu sich und reißen Sie sich zusammen. Ich hatte Sie gebeten, etwas zu beschaffen, damit wir es von der Insel bringen können. Nicht, damit Sie es in der vagen Hoffnung lesen, Macht dadurch zu erlangen. Sie werden darin keine Antworten finden, das sage ich Ihnen klipp und klar. Sie riskieren höchstens, dass wir es wieder verlieren. Deswegen zum letzten Mal, hinterlegen Sie es bitte am vereinbarten Ort. Jemand wird es dann umgehend an sich nehmen. Gregory. Es ist ein Brief von einem Gregory an Johann. Aber wer ist Gregory? Genau, Elizabeth Adams, das war die. Aber wer ist? Gregory Holm, genau. Okay. Looks a lot like straw. And he's drawn something in a hurry on this sheet. Ah, straw on his desk.
As if to protect something fragile. Yes. Someone must have packed something away here. I get the feeling that I've seen that somewhere before. Ja, das ist doch das Council-Zeichen, oder nicht? I've seen occult inscriptions like this before. They're not very common. As a matter of fact, I've only seen them once before, around the Lock of Al-Azif. Es gibt nur zwei Stück. Ach so, habe ich schon getroffen. I get the feeling that I've seen that somewhere before. Nee. Das sagt mir doch nur das Gleiche wieder. Und kostet mich nur einen Punkt. A table of alchemical symbols. Someone circled the zinc symbol. Ach, das war das Ding. Okay. A table of alchemical symbols. Someone circled the zinc symbol. The signs of obscurantism. Da ist aber keine Lanze mit drauf. The signs of obscurantism. Mal gucken, ob wir hier drüben im Schlafzimmer noch was finden. A chemistry set. That's not surprising coming from Von Wollner. I should find something to help reveal the traces of ink on the blotter. Ah, verdammt! Da kenne ich mich nicht aus. Belesenheitsstufe 1, Schwierigkeit 4. Das kann ich mir nicht leisten. Oder ich muss... Just clothes. Just clothes. Nur Klamotten, toll. Let's see. A simple toiletry case? Never mind. The alchemist is an old man. Finden wir nichts mehr an Hinweisen? So, let's see what Wollner has in his bookcase. A few works on religions, two scientific essays about human thought. Most of these works are on alchemy. Longini Militis Fabulum. Ah, what have we here? It looks like a kind of biography on Longinus the Centurion. Truly, Wollner has done everything he can to get information about that lance. I'd better keep this one, though. Dirty shit. Damn, that's all I need. Maybe he knows something about the lance. What happened? You've lost... Ach, how horrible! Your hand! It's an accident. To tell you the truth, An accident? Are you joking? You have lost your hand, Louis. We've got to do something. It's been done. I've been given treatment, rest assured. I admit that I didn't truly realize the consequences of my recklessness. So, just stay calm. Yes, of course. But, Louis, it's your hand! I know. Please, look, there's nothing I can do about it. I know, I made a mistake, but it's too late now. It was an accident. I only wanted to inspect the place to find my mother and... Well, I fell into a trap. The result is appalling, I grant you that, but at least I can guarantee that we're all perfectly safe here on this island. And you joke about it? Am I dreaming? No, sir, but let's be realistic. So many world leaders brought together in one place, and there are no safeguards?
The error indeed stems from my recklessness. I went looking here and there and searched my mother, and I had an accident. It's my own fault. Fine. We will drop this incident. Why are you here? What are you doing in my room? Wie kriegt denn da einen dazu? Erstmal gucken. Wer hier da von Wollner? Von Wollner. Okay, Immunität und Schwächen noch unbekannt. Verdammt. Aber habe ich nicht irgendwas, was... Ja, habe ich 5 Stück von. Well, sir, I see you have some captivating books, and you seem to be rather interested in the famous Longinus. No, what's it to do with you? I overheard you speaking with Piaggi. What are you two up to, exactly? No, I... Oh, fine. Yes. We are looking for the Holy Lance. That imbecile has given Mortimer all the ones kept in the private collection of the Holy See. But it's not what you think. Hang on a minute. You're the one looking for the lance. No, don't take me for a fool. You are looking for the holy lances. Ich suche nur noch der echten Lanze. Ja, nee, ist klar. Kostet ein. I'm not looking for the lances of Longinus von Wollner. I'm looking for the lance of Longinus. The one that pierced Christ's side? You are playing with fire. Don't take it the wrong way. I'll leave you all the copies. Don't worry about that. Good answer. What are you playing at, Richer? Mortimer's the one who has that cursed lance. How long have you been looking for it? Ah, I see. You want it, and so you plan to steal it from Mortimer. For a long time. Isn't that right? Why, you little swine! You're planning to give it to Sir Gregory. You're looking to double-cross me and Piaggi too. What on earth is he talking about? Ich leiste Wiedergutmachung für Piaggi. Ich tue das für ihn. Mr. von Wollner, would you be so kind as to calm yourself down, please? All I'm trying to do is make amends for His Eminence's errors. Sir Gregory should surround himself with better people, if you want my opinion, but Piaggi is a friend of my mother's. What? You want to help Piaggi? I just told you, that's what my mother would do if she was here. I heard you in the corridor, and he seemed to be in serious trouble because of the lances. I'm only trying to help him. All right, Louis. I thought you were trying to manipulate me. But please, excuse me. I got a little bit carried away. But you can't get ahead by staying in the shadows on a case like this. There are already several of us searching for the Lance of Longinus. And it would be smarter to pool our information. Unfortunately, I've barely made any progress. I'm still trying to find out what the original lance really looked like. Ah, let me reassure you, we've all been there, given the number of copies there are in existence. It also took us quite some time to discover its true shape. Many believe the central part of the head of the lance to be covered in gold, whereas, in truth, its center is made of an alloy of copper and iron. That does make sense. In those times, a centurion wouldn't have any chance of possessing a lance made of gold. Ah, that is the perversion of Christian idolatry. A copper lance could not have been noble enough to pierce the side of Christ. Anyway, thank you, sir. You're welcome, Louis. But keep me posted as to your research. We're bound to end up recovering it. I'm counting on it. See you later. I managed to get the biography of Longinus' centurion. Let's see what it can teach me. Hmm.
An interesting passage here tells me that the lance is engraved with the symbol of the first Christians, the fish. Was? Ich will da noch mal rein wegen dieser verkackten Notiz. Mist. Und die Lanze mit Kupfer umrandet ist. Piaggi hat mir erzählt, dass die Lanze vor meiner Sauffeder auf. Mir ist mir aufgefallen, dass die Lanze des Longinus die Form eines Speers aufweist. Und Gemälde mit Longinus ist mir aufgefallen, dass die Lanze die Form eines Speers aufweist, was Mortimers Meinung bestätigt. Der Statue von Longinus hat die Lanzenspitze die Form eines Blatts. Der Statue von Longinus ist mir aufgefallen, dass kaum sichtbar ein Fischsymbol in die Lanzenspitze eingraviert ist. In der Biografie über den Centurio Longinus steht geschrieben, dass in der Lanzenspitze ein Fischsymbol eingraviert wurde. Also dann vielleicht doch das Blatt? Oder eine Speerspitze mit Blatt. Mit Fisch. Ich will da nochmal rein, da war doch was. Wieso hat er mich überrascht? Das finde ich nicht gut. Ich muss hier noch einmal rum und gucken, welche Zimmer offen sind. Vielleicht gibt es da noch weitere Informationen. Ach, Moment, das ist doch bestimmt mein Zimmer, oder? Oh nein, das ist nicht mein Zimmer. My dear Elizabeth, I'm writing to inform you of some unfortunate news. We won't be able to meet as planned on the first Sunday of May. I've been told that you're no better. And, unfortunately, your brothers and I are absolutely snowed under by the work required to govern this. Ah, das kennen wir schon. Raus hier. Die Lanze in Form eines Speers. President George Washington. Nee, da kommen wir nicht rein. Warte mal. Ach so, das war das Namensschild bestimmt, ne? Das war bestimmt das Namensschild, was wir uns da angucken konnten. Da können wir nicht reingucken. Das Zimmer ist auch zu. Hey, Louis, komm. Ich weiß gar nicht, wessen Zimmer das ist. Cardinal's not in his room. I bet he went back to stuffing himself. Ach, der Kardinal. Piaggi. Destruction of the Temple of Jerusalem by Francesco Hayez. The Roman destruction by Titus and his army. Ich weiß gar nicht, ob wir hier überhaupt schon mal drin waren, ne? The remedy ja, of the gods. Hönig ist gut. His Holiness Pope Pius VI by Pompeo Petoni. This should help Piaggi feel at home. My dear Giuseppe, poor health forbids me from joining you. Please thank Sir Gregory for his invitation to Lord Mortimer's. I'm convinced you'll be able to strengthen our agreements. Please tell Sir Gregory that his enterprise concerning our friend, Cardinal Bishop Chiaramonti, is following its course. I place my trust in you. May God bless you and give you protection. SS Giovanni Angelico Braschi. Okay. Torquemada, quite the contrast. Wow. The fanatical priest who created the Inquisition sends shivers down the spine. Bei sowas habe ich immer echt das Gefühl, dass ich eine absolute Geschichtsnull bin. Ah, noch mehr Honig. John the Baptist, youth with a ram, a Caravaggio. A very sensual vision and very far from the usual representations of St. John. Oh, Inventar voll, okay. Venus and Cupid with a satyr, by Correggio. Innocence, indiscretion, and lechery. Giuseppe must love that. Ist das ein Schniedel? Ihhh, der hat einen Schniedel.
Da, ich sehe ihn genau. Love Triumphant by Caravaggio. Now there's someone for whom the sex of angels is no mystery. Da gibt's Bücher. The Rape of the Daughters of Lucifer by Rubens. Surprising choice for His Eminence Piaggi. The Lying Girl by Boucher. Here's a painting of mischievous eroticism. I wonder what Piaggi must think of this. Ja, ein alter Schelm und Schürzenjäger ist der Kardinal. Dennoch finde ich hier jetzt nicht unbedingt nützliche Infos. Auf seinem Balkon vielleicht? Ah, Gelee Royale, nicht einsammelbar. Na, dann nehmen wir doch erstmal eins. Great, honey. Was ist das denn jetzt schon wieder? Wie konnte ich mir das angucken, was das ist? Let's have a look at his personal papers. Of course, it's in Latin, the language of the church. All those hours of learning Latin declensions are going to pay off in the end. Mother will be proud. Now this could be interesting. Mansus Sancte, various representation criteria, of which are shown the most common throughout the centuries, and in different forms. If Piaggi's notes are anything to go by, the weapon I'm looking for is shaped like a tapered spear, and that should help me identify it. Also Piaggi sagte, sieht aus wie ein Speer. Aber ich... Nein. Aber ich denke, Piaggi hat gesagt, die sieht... Ach so, die Lanze selbst hat eine Form einer Saufeder. Eine Saufeder, ich bitte euch. Im Ernst mal. Da ist nichts mehr, dann können wir da wieder durch. Cardinal's not in his room. I bet he went back to stuffing himself. Das wäre auch ziemlich blöd, wenn der Kardinal im Zimmer wäre, oder? Das wäre ein wenig unvorteilhaft. Da können wir nicht durch. Ich bin vorhin hier lang gekommen, ne? So rum sind wir gelaufen. Genau. Müssen wir jetzt nicht nochmal zurücklaufen. Genau. His Eminence Cardinal Piaggi. That's me. Gibt's in unserem Zimmer vielleicht irgendwelche Infos? Kann es sein? Inferno by Dante. Nein! Abandon hope, all ye who enter St. Francis of Assisi in ecstasy, before superior voices. It always amuses me to see how art gets used for propaganda purposes. Das ist, genau, das ist Saturnus, der seine Kinder fraß. Toll, wir haben keine Pornos hier. Nee, aber hier ist nix von wegen Lanze. Hier ist nix Lanziges. Und Dantes Inferno lese ich nicht nochmal. Da lang, ne? Monseigneur, nein, Eminence da lang. Alter, hier verlierst du so schnell den Überblick. Okay, da können wir sowieso nicht rein. Manuel Godoy. Ach ja, Godoy ist ja... Duchess Emily Hillsborough. Oh, können wir die nochmal besuchen?
tending children at the orphanage in Harlem. I find it a little hard to understand this painting choice. King George III in coronation robes. Nice touch for the room of an English duchess. Sucht die Duchess denn auch? Dear E, I received your last letter. Unfortunately, the Crown informed the Golden Order that our mission should under no circumstances hamper Sir Gregory's plans. Decidedly, they have support from the highest level in Buckingham Palace. So here we both are, hands and feet tied, and little room to maneuver. Keep me abreast of events. Our mission is becoming more complicated. Yours, E. P.S. The French chapter of the Order doesn't appear to know anything about the arrival of our friend Sarah. I therefore cannot comment on it. However, my guess is that she has come here for personal reasons. Ja, das ist wahr, hilft mir so aber gar nicht weiter. A letter from William Pitt the Younger, addressed to Emily. He's the present Prime Minister of the United Kingdom. Emily has indeed some powerful backers. Madam, thank you for consoling the Queen. The King's situation is worsening, but I wager he'll recover from this present fit. Next time. Ja, okay, haben wir bestimmt schon mal gelesen. Ja, sehr schön. Was? Goldelixier ist voll, dann nehmen wir das mal. Ich weiß nicht genau, was das für ein negativer Effekt war, aber jetzt haben wir nicht mehr. Gut, ich denke mal, im Zimmer der Duchess ist nichts mehr. Das können wir uns schenken. Okay, da liegt noch ein Goldelixier, das wir nicht mitnehmen können. Meine Güte! Monsieur Napoleon Bonaparte. Nee, da können wir nicht rein. Wessen Zimmer ist das hier? Oh, echt mal, wessen Zimmer ist das denn? Dickes Kind. Dear Monsieur Peru. Ah, Jacques Peru. I'm writing to thank you for the funds you sent. These funds will be crucial for the renovation of the Western Wing. All right, I've retrieved everything. Aber ein Erdsternchen haben wir. Und ein Karmelitengeist. Schloss knacken. Oh, das können wir. Great. Honey. Honey! Nehmen wir gleich mal. Kann nie schaden. Warte, was liegt da hinten noch rum? Nix, ne? The Massacre of the Innocents by Rubens. A bit gloomy. Guess my room is not that bad. Und Schuhe anziehen. Okay, mit Goldelixier werden wir richtig zugeschüttet. Dear friend, please come and join us. We must meet about the ongoing operations in Paris. A boat will be waiting for you in Calais and we'll take you to Dover in England. From there. Okay. Das hat mich gerade ein bisschen an Forrest erinnert. Das sah aus wie ein Bein im Feuer. Da kriegt man direkt Hunger. Okay. Ich war gerade ein wenig festgesteckt. Okay, sind wir hier fertig? Ich denke mal, wir gehen noch in die Bibliothek auf jeden Fall und in oh, da hinten ist Napoleon.
Genau, aber mit Napoleon sprechen wir in der nächsten Folge, genauso wie, dass wir in die Bibliothek und ins, naja, da wo die ganzen Gemälde hängen, in die Galerie. Da gehen wir auch in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich bei euch. Und ja, wenn ihr Tipps habt oder so, dann schreibt es mir unten in die Kommentare, obwohl ich bestimmt schon fertig bin mit Spielen, wenn ihr diese Folge seht. Von daher, macht's was Feines. Ich bedanke mich. Adios.